Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Simon. Heute stelle ich euch eine deutsche Firma vor. Die kennt ihr eigentlich. Da brauche ich nicht viel erzählen. Dennoch tue ich es. Weil diese Firma super geile Synthesizer macht. Nicht billig, auch nicht teuer. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, auch umsonst Sachen zu bekommen. Ich beginne erstmal mit den freien Synthesizern von denen. Tyrell. Aber das Ding ist extrem. Das kriegt ihr umsonst. Es ist ein super guter Synthesizer. Den kriegt ihr auch über Amazon. Müsst ihr, glaube ich, es gibt so einen Link, könnt ihr runterladen. Wir hören ein bisschen rein. Zwei, drei Sounds. Also eine extreme Dynamik und sehr sauber, aggressiv. Also da kannst du einiges machen. Und noch ein Beispiel. Allein durch den Chorus. Ultra fett, aussagefähig, super. Das Ding hat nicht so viele Sounds, aber ich bin sicher, ihr kriegt einiges zustande hiermit. Tyrell. Sehr gut. Zebralet, auch umsonst, können wir es bekommen. Das ist so ein Mini-Synthesizer, ne, total lustig, putzig, aber die Sounds sind, die gefallen mir sehr. So pfiffig laute Fix-Sachen. Einfach ausprobieren. Jetzt komme ich zu den etwas, ja, besseren Sachen, die kostenpflichtig sind. Ace. Auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Tool. Gefällt mir. Wir hören ein bisschen rein. Ich setze es nicht so oft ein, weil diese Sachen für Windows 7 sind tödlich. Weil die CPU-Auslastung, die ist enorm. Ja? Da musst du halt rendern. Dafür sind aber die Sounds 1A. Voll auf die Fresse. Mega druckvoll. Also, was soll ich da dazu sagen? Ihr könnt auch hier viel selber machen. Editieren, programmieren, modulieren, alles, was ihr wollt. Ich kann es nicht. Ich habe auch keine Lust. Ich habe auch keine Zeit. Ja? Wie gesagt, ich nehme einfach den Sound, wie er mir gefällt, und ändere so Sachen, die ich kenne und die ich kann. Top. Lass uns was anderes noch mal hier hören. Thank you.
sind einige Sounds, die gefallen mir nicht, aber das meiste ist wirklich ganz gut. Da sind auch Synthesizer einer Firma, also hier jetzt von Uhe, die haben sich etabliert. Ja, das sind wirklich gute Sachen. Und ich kenne Leute, die setzen die permanent ein. Für mich, wie gesagt, Top-Sachen setze ich aber nur als Zusatz ein. Ja? Die Basis für mich Nexus Rapid, viele Samples und dann spezielle Sounds hole ich mir aus diesen Synthesizern. Das modulare System von Uhr, Bazile, Ultrasynth, Ultra. Wie ich schon sage, ein Sound, ein Track. Ja? Top. Da brauchst du ein bisschen ein paar Beats und schön modulieren. Was wollt ihr mir noch sagen? Was kann ich dazu sagen? Gar nichts. Das Ding spricht von allein. Also, 1A. Kann ich nur empfehlen. Die sind nicht billig, die Teile. Aber ich glaube, man kann damit arbeiten. So. Nicht, ich glaube, man kann damit arbeiten. Man kann damit super arbeiten. Da muss ich mich jetzt korrigieren. Also HF2, Top, Ultra Top Synthesizer. Da wird es noch extrem geiler. Ja? So, als ich, glaube ich, meinen ersten Tube gemacht habe von dieser Serie, war der HF2. So, wenn ich mich nicht irre. Und da war ich total begeistert. Aber sehr CPU-lastig, ja. Synthesizer kann man auch programmieren, kann man verrückte Sachen damit machen. Eine gute Sache. Das ist auch der Hauptkonkurrent von Diva, ja. Also das ist ziemlich gut, das Teil, auch ziemlich fett vom Sound. Gefällt mir. Mein absoluter Sound. Ich habe selten so einen guten Sound gehört. Selten in einem Plugin. Das ist der einzige von Hive, den ich gehört habe, der mega top ist. Und der zweite Sound, der so gut war, war von Virus Polar. So ein Chord Sound. Ich habe noch nie solche, ja, wie kann man die beschreiben? Ästhetische, warme, emotionale Sounds gehört. Also, den habe ich auch eingesetzt. Nur den alleine als Sound in einer Produktion. Chill out.
Also ihr merkt, der Sound ist super voll und die Effekte, ne? So, und das sind nur Presets, ihr könnt viele, viele Sachen damit machen. Modulierte Effekte und hast du nicht gesehen. Also super. Hier sind die Presets übrigens auch. Chords. Ah, geil. Mit einem schönen Portamento hier. Grün, die ich markiert habe, das waren so meine guten Sounds, die mir sehr, sehr gut gefallen ihr seht, das Teil hat viele, viele Sounds. Und sehr gute Sounds. So, analoge Emulationen. Repro One, ziemlich fett, ziemlich dirty, in Dance-Produktion eingesetzt. Also das Ding ist ultra fett. Kennt ihr wahrscheinlich auch, aber ich stelle es hier mal vor. Einziger Nachteil, die CPU-Auslastung. Ja. Pregios. Ja, da sind aber keine Pregios. Ach, da sind die. Also da sind keine Pregios, das sind Sounds, okay, Sequencers. Ich habe zu jedem Synthesizer ein Tube gemacht. Also das könnt ihr unter der Playlist Ohe finden und dann nochmal separat euch die Synthesizers anhören. So, weitere Emulation. Das ist der Repro 5. Emulation des Prophet 5. Achtet mal hier drauf. Ja. Da seht ihr schon, wie heftig das Tool ist. Den kann ich kaum einsetzen, den muss ich nur rendern. Den kannst du gar nicht spielen, leider. Kann ich nur empfehlen, das Teil ist super, aber für Leute, die einen guten Rechner haben. Na? Zebra. Das Teil gefällt mir sehr. Ein besonderer Synth. Der ist auch ein bisschen komisch aufgebaut, also modular aufgebaut. So ganz habe ich den nicht verstanden, aber die Sounds sind einfach ultra gut. Auch hier die CPU-Auslastung ist pervers.
So, wir wollen hier ein paar gute Sounds. Ne, Pianos wollen wir jetzt nicht. Basics. So, ich habe den, glaube ich, damals für Lead Sounds eingesetzt. Sehr interessante Sounds dabei, aber der Nachteil ist einfach viel, viel, viele Ressourcen nimmt in Anspruch. Also da brauchst du zweimal das Ding aufmachen, dann läuft gar nichts mehr. Ja? Das sind so meine Synthesizer von Ohe, die ich ab und zu mal einsetze, wenn da noch Ressourcen frei sind. Aber ich kann euch wirklich sagen, hochqualitativ, nicht billig. Holt euch die Demos, guckt euch auch meine Tubes, da gehe ich die Presets durch, ja, die in der Playlist Uhe, das werde ich auch hier oben rechts nochmal einblenden. Aber wie gesagt, da die kosten um über 100, glaube ich, Euro, 100, 150. Das wäre mir dann zu teuer, ja. Aber das sind gute Sachen. Vielleicht kann man die Weihnachten kaufen oder Black Friday Sachen als Black Friday Paket, ja. Ansonsten für Tüffler, Soundtüffler ist auf jeden Fall Uhr eine Top-Firma. Also da kriegt er Sachen hin, die sind ziemlich komplex. Gut, die nächste Firma, die ich vorstellen werde als nächstes, ist Arturia. Kennt ihr, ich weiß, ich werde ein paar Synthesizer vorstellen, mit denen ich arbeite, wo ihr auch diese in meinen Produktionen wiedererkennt. Danke fürs Zuhören, Leute. Fragen, Kommentare, was auch immer, schreibt gerne, ich antworte gerne. Download-Links und wo ihr die Sachen umsonst testen könnt. Kann ich euch nicht geben, ihr müsst selber googeln, ja. Okay, aber wir möchten fair sein. Die Jungs liefern hier Top-Produkte und lieber spare ich einen Monat, dann kaufe ich mir so ein Teil, als jetzt so gecrackte Version runterzuladen und meinen Rechner mit Viren zu versehen und das System instabil zu machen. Ihr könnt auch Demo-Versionen holen, mache ich auch. Oder ich besuche Freunde, die die Teile hier gekauft haben. Und dann teste ich diese. Ja, geht auch. Viel Spaß, have fun. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Ciao.